Hallo, Alobby gegen Pitch Black Academy. Man hatte mir eigentlich versprochen, mir Bescheid zu sagen, wenn die Knife Round losgeht, aber der... Was passiert hier? Okay, Alobby wird geraped. Aber unser Ingame Leader, Mr. Blue, verkackt halt auch das und, ja, so haben wir die Knife Runde verpasst. Alobby wurde erwartungsgemäß geraped und mal schauen, was passiert. Pitch Black Academy will auf CT bleiben. So, und ich muss erstmal gucken, ob hier überhaupt alles funktioniert, weil eigentlich dachte ich, hätte noch ein bisschen Zeit. Ja, alles klar. Auf geht's. B-Rush. Und der wird super gut funktionieren. Ja, B ist frei, einer vor der Tür. Ich weiß nicht, ob man sich traut, den zu holen. Anscheinend nicht. Und Pitch Black kommt jetzt durch die Mitte. Schau, hier wird spannend. Der gute Simon. Nachladen. Spottet ein, spottet zwei. Oh, der Head sitzt. Wahnsinn. Und der nächste. Okay, zwei Leute fallen, ist vier gegen. Okay, alle geraped. Ich muss mal. Ja, dafür, dass man frei auf den Spot gekommen ist und man sagt, dass B eigentlich immer eine Festung ist im 5 gegen 5 dann Postplant, war es ja jetzt gerade nicht so geil von der A-Lobby. Meine Kamera ist so ein bisschen shaky. Okay, ja. Ja, Alobby mit der Eco. Es pusht einer. Nimmt das Duell. Bambi schaut sich das Ganze an. Jetzt reagiert er. Trifft nicht ganz den Schädel, aber ist okay. Goldi nimmt auch einen raus. Holy shit. Die Runde könnte spannend werden. Jetzt auch eine MP aufgesammelt von Goldi. Und man hat einen 4 gegen 3. Einer wird in der Mitte gespottet. Und lang soll es werden. Evil geht voran. Checkt alles ab. Goldi bleibt in der Mitte. Wird natürlich auch gespottet. Weiß nicht, ob der Typ von Pitch Black immer die Mitte gehalten hat, so dass man eventuell weiß, dass er immer noch da ist. Oh, der Head hat gesessen. Und Simon rennt da in den Tod. Jetzt Evil. Spot ist frei, muss allerdings für ein Safe Plant gehen. Oh, und Goldi wird jetzt gespottet. Und Blue trifft nicht ganz. Er ist ziemlich low und er kriegt den. Aber er ist schon auf dem Spot und dann schärft. Wird pusht von kurz, er kriegt den und er müsste eigentlich auch wissen, wo Blue ist. Und er drückt einfach durch. Das ist natürlich unlucky. Naja, gut gespielt von dem Pitchback-Mann. Und Blue geht auch down. Scout natürlich für ihn nicht so die allerbeste Waffe. Ja, schade, in der Runde war mehr drin. Der eine Spieler, der über kurz hochrotiert ist und dann nochmal Goldie gespottet hat. Das war, glaube ich, der ziemlich entscheidende Kill in der Runde. Dass die Rotation geklappt hat. Und jetzt mal schauen, wie man sich hier so aufstellt. Evil peak mit der Arbe. Wird allerdings weggesmoked. Schauen, was uns abgeht. Wir haben drei... Vier... Da sind vier Aves im Spiel. Alobby, was geht denn? Oh, bei Goldi sitzt der Shot nicht. Hat sich noch mal einer gezeigt? Jetzt zwei. Der sitzt. Und... Auch der zweite. Holy shit. Und er holt den dritten. Wird jetzt aber geflankt. Eie. Ich weiß nicht, wer das war. Eventuell war es Simon. Aber jetzt 2 gegen 1. Oh! Er kommt weg. Oh, er geht. Und die Bombe. Eieiei, ist das bitter. Ja, das 2 gegen 1 geht verloren. Der letzte Arbe-Schuss sitzt nicht. Interessante Strat. 4 Arbe. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder einfach nur eine Miscommunication im Team.
Aber nice try, es war knapp genug, das hätte man gewinnen können. Ja, schauen wir mal, was hier Pitchback so treibt. Boosted auf Short. Währenddessen. War Tunnel? Ah, ich hätte den Mann gern gesehen. Paar Schüsse ausgetauscht. Eventuell will der Goldi gleich hier durchpushen. Mal schauen, ob er sich traut. Auf der anderen Seite der Karte ist er nach Down gegangen. Schauen wir mal. Baut sich kurz auf. Flash um die Ecke. Weil. Oh. Da sitzt ja nicht mal die Pistol Shots vom Blue. Bombe läuft jetzt mal kurz. Ah, da kommt die Smoke. Ist jetzt allerdings auch vollkommen egal, weil Simon eh schon davor gepusht ist. Aber okay, I respect it. Und da geht noch einer down. 2 gegen 2. Bombe hat man noch. Oh, das ist natürlich mega Info für den Typen hier. Denn kann er kriegen. Okay, kriegt er nicht. Und Blue hat das gerafft, dass er hinter ihm ist. Er muss ihn nicht gehört haben. Geht straight zum Bombplant. Wollt ihr noch rüber? Und er pusht ihn einfach. Jetzt 2 gegen 1. Diese Runde muss doch jetzt mal klappen. Nein, Goldi verschießt! Das ist halt. Ist halt bitter. Jetzt habe ich natürlich auch nicht gesehen, wie Blue gestorben ist. Ob er da vorher das Duell gesucht hat. Aber gut, so ist es. Pitch Black Academy 4 zu 0. Alles nach Plan, wird man bisher so sagen. Schauen wir mal. Benny bisher unlucky game und Kills. Ah, schauen wir mal. Oh, hat kurz eingesehen. Aber zu langsam. Und. Goldie trifft schon wieder nicht. Das hätte sein müssen. Jetzt abgesmoked. Nicht viel zu holen. Und man orientiert sich Richtung Lower Tunnel. Ja, ich habe bisher wenig darauf geachtet, wie sich Pitch Black hier gerne aufstellt, aber ich glaube, bisher haben sie wirklich immer nur mit einem auf B gespielt. Ich hoffe, man rusht das irgendwann mal. Weil die Pik mit der Habe brennt jetzt. Er brennt immer noch, er merkt es nicht. Geht zurück. Hat er den Headgespot? Oh, kurz. Sehr offensiv. Und er flickt, der sitzt wieder nicht. Goldie geht wieder nur Daumen. Bombe auch in der Mitte verloren gegangen. Und Blue jetzt noch der Letzte am Leben. Na, wird schon. Nice, die Tap sitzen. Er weiß, dass da noch einer kommt. Naja, aber. Geht down. Pitch Black 5-0. Das gar nicht gesehen. Muss es eigentlich ein Eco gewesen sein? Oder eine halbe Eco? Dafür, dass man jetzt so viel Geld hat. Alobi Kopf wieder rein. Diesmal ein Haufen Augs im Spiel. Man nimmt Abstand von den AWPs. Mal schauen. Hat halt keiner. Oh, und die gehen kurz, sehr offensiv, sind schon die Mitte hoch. Benny spottet einen. Trifft. Allerdings nicht wirklich. Oh, Benny holt sich einen. Sieht noch. Er trifft den auch noch. Jetzt, ja, 2 gegen 1 und man weiß ja nicht auch, wo der letzte Typ war, der allerdings weiß, wo die Bombe liegt. Und jetzt wird's halt nochmal spannend. Beide gehen jetzt in den Lower. Und der. Goldie, der muss doch sitzen. Benny. Oh. Und Goldie. Das. Und da sitzt er. 13er Pirotergang. Überhaupt nichts reingegangen für ihn, aber er holt diese Runde. Da kommt vom Gegner nur noch das XD. Ist auch ziemlich angebracht. Also, das hätten wir zusammenlaufen dürfen. Und Evil hat auch keine Lust mehr. Will wieder WoW spielen gehen. Könnte auch schnell passieren. Ich meine, eine Runde geholt. Das ist schon mal mehr, als man erwarten konnte vor Anfang des Spiels. Oh. Ich krieg noch die Hotkeys hier nicht so ganz hin.
Die ändern auch immer ihre Aufstellung. Oh, da ist die Bombe down gegangen. Schön auf der Kiste, schön zu sehen. Ich nix mit. Okay, aber Dragon 2, Bombe recovered. Jetzt mal schauen, was hier wie das automatische Bild so abliefert. Das kann nur besser werden. Ich weiß nicht, wie viel Info man hatte. Aber wenn man sich alle jetzt hier vor B stehen, wird das wohl ein B-Finish werden. Schauen, kann man jetzt auch mal hier eine Perspektive. Oh, da. Oh, er ist eine Festung! Der Ghost ist eine Festung. Unfassbar. Das war impressive, aber auch ziemlich schlecht von der Aloy. Ja. 1 gegen 3, easy den B-Spot zusammengehalten. Pitchback Academy mit 6-1 in Führung. Ja. Eco, 3 Flashes da. Das gibt jetzt einen langen Bombardement Deluxe wahrscheinlich. Aber man wartet wohl noch ein bisschen. Hat auch recht behalten. Es kommt eine Smoke. Eine Brandgranate geflogen. Der Lower wird schon fleißig gepusht. Aber jetzt überrennt man hier lang. Kann auch sich eine Aux sichern, was ziemlich nice ist. Jetzt allerdings keine Smoke zum Crossen da. Es wird schwierig. Aber Bambi holt sich den ein mit der M4. Hat er einen auf kurz gesehen? Oh, ganz knapp, dass er ihn nicht kriegt. Holt sich den auf lang. Und ja, wohin jetzt? Oh, das war ziemlich impressive. Hat jetzt ein 1 gegen 1. Und jetzt beginnen die Mindgames. Dafür ist Blue natürlich genau der Richtige für so eine Situation. Oh, der Spieler steht da ganz, ganz eklig. Hört jetzt natürlich auch die Steps. Könnte jederzeit rumziehen. Und er trifft genau den richtigen Moment. Was ein Gott. Ja, Fields Batman. Pitch Black. Nochmal eine Runde draufgesetzt. War aber eine ziemlich gute Eco für die Aloy. Dafür, dass es so knapp wurde. Weiß nicht mal, 3 Flashes, glaube ich, gekauft. Dafür 4 Leute getötet. Kann man eigentlich als Erfolg werten, aber dafür, dass man in der 1 gegen 1 mit der besseren Waffe eventuell hatte, für die Situation, ist das schon schade, dass es nicht klappt. Jetzt kommt der B-Go. Und der Pitchback-Player tradet 1 zu 1, aber 2 weitere Leute ziemlich low. Oh. Verliert das Duell. Und jetzt sehr gute Inte. Oh, sieht beide Leute. Geht aber down. Evil. Oh. Evil macht's nochmal spannend. 2 gegen 1. Einer noch relativ weit weg. Zieht es mal. Oh, ja, da kam ein anderer Spieler schon. Einen geholt, aber der andere stand genau in CD und Evil switcht die Waffe weg. Unlucky Timing. Ja. Und A-Lobby weiterhin ein bisschen unimpressive. 2 Aux, nee, 3 Kriegs und AWP im Spiel, AK für den Simon. 3 Leute laufen Richtung B und in den Lower. Wurde er angesagt, dass er einer im Lower stehen kann. Er wurde anscheinend angesagt, weil hier gefeiert wird. Aber er fällt nicht um. Jetzt Evil, ja, Evil macht das. Hier könnte jetzt gleich was passieren. Ja, Nachteil gehabt wegen dem Schatten. Und der Pitchback-Player holt ihn. Ja, 4 Leute übrig. 3 noch vor B, viel im Lower unterwegs. Was Pitchback auf jeden Fall auch hören wird. Okay, eigentlich wollte ich einen Pitchback-Player in der Situation haben. Habe ich nicht gekriegt. Traded 1 zu 1. 3 gegen 2, man hat die Bombe, man kann planten. Jetzt muss doch mal was gehen. Okay, sie wissen, einer ist an der Tür.
Und man hat sich auch einen geholt. Bloß der letzte Mann. Den einen weiß, der ist hinter der Kiste. Jeder weiß, dass er... Oh, Goldie wollte das ganz matt machen. Ja. Und man kommt aus der Tür raus, zieht rum. Und ja, gewinnt endlich mal wieder eine Runde. 8-2 für die Alovi. 2 Runden mehr als einer der letzten Gegner von Pitch Black. Vielleicht geht da heute noch was. So, es ist auch mal ein bisschen Geld über jetzt. Alle Leute habe ich full equipped. Währenddessen bei Pitch Black hat man sich gekauft, was ging. Es sind Deagles im Spiel und ein paar wenige Nades. Ja, man lässt es wohl weiter langsam angehen. Pitchback im Moment sehr B-lastig, mal 2 Leute auf B. Das ist bisher unüblich gewesen. Eieiei. Dass auch keiner in der Mitte guckt. Ist halt schon wieder ein bisschen traurig. Ja, Pitchback jetzt mit Lower Control. Ei, der Interessengott. Ja, 2 Leute rüber. Aber das sieht so aus, als ob sie wissen, wo er ist. Ich komme schon all die Mitte hoch. Da sitzt direkt der Deagle-Headshot. Und jetzt Gold der letzte. Kriegt nochmal. Was hat er denn gekriegt? Möglicherweise, aber. Dead. Ja, dafür, dass es. Ja, okay, also es war keine Eco von Pitch Black. Es war schon ein Force Buy, muss man an der Stelle sagen. Allerdings haben sich die Deagles ziemlich gut durchgesetzt. Man ist so ein bisschen reingelaufen. Huch, was ist mit der Kamera los? Oh, hier wird schon wieder gepusht. Wieso sieht das keiner? Aber beide Leute ziehen rum. Es war gut gemacht, gutes Teamplay. Schafft jetzt... Ich wollte sagen, lieber zur Situation und dann gehen 2 Leute da down. VB. Was passiert hier? Oh. Okay, bald. Okay, ja. Alle Leute geflasht, dich auch. Ja, Pitch Black mal relativ schnell zugange, pushen gerne die Mitte hoch. Ich muss mal gucken, was hier mit dem Setup nicht stimmt. Normalerweise ist hier so einer wie der Benny eigentlich mal dafür zuständig, hier die Mitte abzugucken. Keine Ahnung, ist da. Oh, spottet ein. Oh, die Autotacker von Simon rasiert. Ja, 4 gegen 2. Nee, 4 gegen 5. Und die A-Lobby diesmal langsam unterwegs, erwartet diesmal auch einen Push die Mitte hoch, so wie das aussieht. Also alle stehen im Moment sehr defensiv. Muss man mal schauen, wie man hier mal über den Map pusht. Mal schauen, wie die Leute stehen. Da ist jetzt natürlich die Frage, hat er gesehen, ob einer nach rechts gekrosst ist? Oh, nice gemacht. Der Double Peak von beiden und Inter geht down. Schauen wir gerade, Inter. Ah, doch nicht der beste Spieler. Ghost bei denen. Am besten am Performen. Ja, Evil schaut langsam mal ein bisschen. Ja, 5 gegen 3. Man baut sich Richtung B auf. Viele im Lower, die Bombe mittlerweile auch unterwegs. Und jetzt kommt der Go. Evil geht voran. Und er nimmt ihn einfach den Kopf ab. Ja, B-Spot geöffnet. Die anderen. Oh, da hat schon einer bis auf CT rüber geguckt. Und ja, da kann jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. 4 gegen 1. Schau. So. Mira. Aber er will es doch versuchen. Und stirbt für die Idee. Ja, Alobi 10 zu 3, 2 Runden noch. Ja, gut, wenn man jetzt die letzten 2 nochmal holt, dann ist das eventuell sogar noch ein Ergebnis, mit dem man die andere Hälfte durchaus noch spielen kann. Ja. Okay. Simon jetzt mit der Autotacker in der Mitte, hält da rein, trifft den einen nicht, der da todesmutig durchspringt.
So, diesmal Field Vision auf die Mitte. Bisher ist alles abgedeckt, wenig Bewegung, mal schauen, wo sich gleich was tut. Vielleicht jetzt hier. Aber der Pitch-Black-Spieler scheint auch nicht pieken zu wollen. Oh, wird dann jetzt aber vom. Ah, ich bin so ein schlechter Cast, krieg halt gar nichts mit. Halleluja. Oh, das war jetzt aber ziemlich bitter vom Blue. Hätte ihn eigentlich. Naja, hat er nicht mitgerechnet. Wir verzeihen es ihm. Ja. Alobi baut sich jetzt über. Oh, da ist ein Negev! You shall not pass. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, um da durchzulaufen. Jetzt haben wir wieder nachgeladen, der Spieler auf Position. Schauen, ob sie sich trauen, aber man. Die Mitte soll es sein. Man erhöht die Schritte. Und die Bombe fällt auch noch genau hier rein. Desaster. Dann haben wir jetzt Goldie. Ja, B ist frei. Ja, unlucky, aber die Bombe ist nicht mehr. Kriegt er aber nochmal einen Kill? Spottet er noch einen? Oh, die Negev. Oh, und der No-Scope. Knapp daneben ist auch vorbei. Pitch Black erhöht zum 11 zu 3. Da kommt der Peak auf lang. Oh, und Goldie kriegt ihn auch. Nice. Und noch einer ist irgendwo down gegangen, irgendwo auf der Karte. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber man hat einen 5 gegen 3. Der Call wird wahrscheinlich sein. Jungs, wir müssen jetzt ruhig spielen und die kommen lassen. Die müssen jetzt was machen. Und mal schauen, ob sich das bewahrheitet. Ja, es wird fröhlich abgeaimt. Mal schauen, in welche Richtung es gehen soll. Anscheinend. Schauen. Die Nummer 6. Benny geht auf kurz vor. Spotte oder er hört einen im CT. Damit hat man schon mal ein. Oh, da kam die Flash und er muss eigentlich was von dem gesehen haben. Jetzt sieht er den Kopf vom. Schießt! Genau! Nice! Richtig down. Oh, da ist ein. Da ist Molotow ein bisschen gefailt und die Leute jetzt alle durch auf A. Ja, 1 gegen 5. Da muss jetzt unbedingt irgendwas gehen. Letzter Spieler von Pitch Black Doge. Zen, whatever. Oh, unlucky timing. Negev jetzt auch nicht die allerbeste Waffe in der Situation. Geht down. Ja, erste Hälfte 11 zu 4. Ja. Mal schauen, wenn man jetzt einen guten Start auf der CT-Seite kriegt, kann da sicherlich was gehen. Schauen wir mal, Bambi und Goldie bisher, Top-Fragger. Benny läuft nicht ganz so geil. Und Simon und Evil tun sich da auch nicht so sonderlich viel. Ja. Mal schauen, was die erste, was die nächste Runde jetzt hier bringt. Lang und B können es werden. Eher. Einer wird gespottet. Oh, und Blue nimmt das Duell, entscheidet es für sich, aber in der Mitte gehen die Leute raus. Evil hört die Steps. Weiß, dass viele Leute hier im Anmarsch sind. Oh, er trifft den Head. Und sieht auch, dass einer im Fenster reingeht. Er hat ihn gesehen. Ah. Mutig ist der Typ. Geht einfach zum Fenster raus und da schießt sie von hin. Ja, jetzt gibt Blue down. Unlucky. Und irgendwo da hinten ist auch noch Goldie down gegangen. Ja, Pitch Black holt auch diese Pistol Round. Und ja, damit sieht's ziemlich drüber aus. Für die gute A-Lobby. Ja, Full Eco, probieren
Wobei, nein, es ist ein Taser im Spiel. Simon ist mit dem Taser unterwegs. Mal gucken, was er damit anrichten kann. Wo er damit hingeht. Benny ist schon down. Wahrscheinlich wird auf lang geholt. Jetzt hier spotte ich ein paar Leute. Aber mit der Pistole in die Smoke rein ist halt nicht ganz so treffsicher. Wird jetzt zurückgepusht. Das glaubt schon CT. Und Blue, da sitzen die Heads einfach nicht. Wird gepusht und ja. Alles geht down. 13 zu 4. Ab jetzt gibt's kein Halten mehr. Adobe kauft nochmal was geht und hofft, dass man jetzt mal eine Lucky Win Streak anfangen kann. Hm, ja. M4 ist eine Auk im Spiel. Schauen. Lang ist jetzt mal. Lang ist jetzt mal dicht. Genau, ihn hier will ich haben. Oh, es spottet. Zielt ein bisschen zu hoch, unlucky. Geht down, kurz jetzt offen. Goldie rotiert. Und was macht Pitch Black? Pitch Black geht langsam vor, aber kurz. Da call ich Hex, aber Goldie weiß halt, was dieses Smoke zu bedeuten hat. Er hat gesehen, wie sie geworfen hat, das ist diese One-Way-Smoke und es ist wahrscheinlich, dass da jemand croucht, um zu Karula zu gucken. Also schon ziemlich fishy, aber ist nachvollziehbar, dieses Play. Und jetzt Ghost, ziemlich angeschlagen, 8 HP, geht jetzt nochmal auf kurz vor, rennt jetzt in ihn hier. Keine Ahnung, wer das war. Achso. Goldie war's. Ja, harte Runde von Goldie. Das war ein ziemliches, wackverdächtiges Play. Aber ja, sei ihnen gegönnt. So. Simon mit der Schrotflinte. Wird dann jetzt wohl kurz ein bisschen closer verteidigen wollen. Oh. Ah. Goldie holt da zwei Leute, taggt den anderen auch relativ low. Na, dieser kann die. Oh, in der Mitte rasiert Benny auch und man hat auf einmal wieder einen 3 gegen 1. Jetzt goes. Oh, zwei Spieler line up, aber nicht schlimm. Schnell wieder recovered. Ghost geht down. Und die A-Lobby holt die 6. Runde. Ja, keine Ahnung. Goldie trifft gerade ziemlich geil, muss man sagen. Hält die Alobi in letzten paar Runden ziemlich gut im Spiel. Kann man direkt mal ein bisschen weiter zugucken. Pitchback im Moment bisschen passiv da auf der Karte unterwegs. Leute laufen noch nicht so ganz hoch. Oh, Goldie spottet einen. Auf kurz ist einer. Wird der Simon gewesen sein, der down gegangen ist. Schauen wir auch mal hier. Es wird eine. Ja, es wird eine Mid-to-B-Smoke für CT vorbereitet. Oh, Evil riecht es, taggt einen richtig hart. Muss dann jetzt zurückfallen. Hast ein Engagement gesehen. Schauen, trotzig der Pitchback-Spieler da nochmal hin. Pitchback im Moment. Warten im Moment noch. Positive. Also er hat sich eingeholt. Wahrscheinlich ja irgendwie durch die Smoke. Und. Eieiei, wird von hinten geholt. Und ja, auf B ist Benny halt leider auch gefallen. 3 gegen 1 auf einmal. Der B-Spot offen. Und Blue kommt durch die Mitte. Goldie durch CT spottet da ein bisschen. Boah, ein bisschen langsam, mein Lieber. Hm.
Ja, jetzt bietet sich natürlich keiner mehr an. Und man geht wohl saven. Aber push nochmal raus, weiß einer ist ein CT. Und die Alobi-Spieler rennen um ihr Leben. Netter Shoulder Peak. Goldie geht nix rein. Aber immerhin die Abo und die M4 in die nächste Runde gerettet. Aber ja, so. Polster ist dünne. 8 Runden hinten. Und Pitch Black kann diese Map relativ schnell beenden. Oh, auf lang jetzt eventuell Action. Goldie traut sich nicht. Man zieht sich zurück. Aber im Rückzug wird Blue erschossen. Allerdings tradet man auf 2 Leute. Ah, der Shot wieder ein bisschen late von Goldie. Oh, Benny hat einen auf B geholt. Nice. Simon ist eine Festung. Und ja, Ghost jetzt noch der einzige Überlebende. Weiß einer ist on spot. Sieht ihn da jetzt auch. Trifft nicht. Mal schauen, ob er sich nochmal traut. Er traut sich. Und er spottet jetzt auch den anderen. Viel Info für ihn. Goldie zieht sich in CT. Ah, da war die Chance. Kurz den Head gesehen, aber nicht geschossen. Und Goldie recovered, holt ihn sich dann. Ja, Alobi verkürzt auf 14-7. Oh, da könnte Action Richtung B gehen. 4 Leute laufen Richtung B. Einer ein bisschen hinterher. Aber mal schauen. Okay, es wird lower. Dann ist hier eventuell spannend. Oh, Simon frisst eine Nade. Ist vielleicht leicht getiltet. Und man ist zur Mitte. Das oh, ja. Dann komme ich bei Benny an und sehe nur noch, wie er stirbt. Ja, der Spot ziemlich offen. Wie ich das sehe, ist man einfach, haben die halt einfach die Hundetaktik gespielt. Die haben einfach die Hundetaktik gespielt. Die sind lower, runter, kurz mal eine Nade auf kurz hochgeworfen. Du wird von hinten geholt. Aber Gold, die kann nochmal einen holen. Ja, und dann Mitte raus und auf B gefinisht. Ja. Hätte die Alobi riechen können. Goldie mit 6 HP, sieht hier keine Chance mehr. Geht zurück, aber wird in den Rücken geschossen, kommt da nicht mehr weg. Ja, Pitch Black jetzt mit einigen Matchbällen. Ah, die Smoke Mitte und jetzt kommen alle Mann lang. Mal gucken, kriegen wir hier. Genau, ihn hier brauchen wir. Sieht jetzt viele Leute, geht raus, kriegt 2,5 Leute. Viel Damage gemacht, die Bombe bewegt sich schon Richtung Mitte. Konnte auch schon passen. Kann jetzt geplantet werden, Inter hier relativ offensiv. Ja, wird von hier aber anscheinend wieder weg. Smoked sich einen Weg. Haben wir denn das nicht gesehen, dass der Smoke von da kam? Okay, aber Blue tradet nochmal. Hat da nicht. Ja, und Simon kriegt auch Head. Und ja, erste Map damit vorbei. Pitch Black, ziemlich überzeugend. Ziemlich überzeugende Rasur hier. Ja, can't carry this shit, denkt sich Goldie. Zusammen mit Ghost, die meisten Kills auf dem Server. Aber ist nicht gut gelaufen. Beide Pistol-Rounds verloren, auch aus auch einige Runden über Situation noch verloren. Ja, bitter, man hat halt schon ein bisschen Skill-Unterschied gemerkt, aber es gab halt eben auch ein paar Runden, wo die Alobi sehr gut mithalten konnte. Und 7 Runden ist jetzt auch kein schlechtes Ergebnis, denn diese Leute sind im Moment auf dem geteilten ersten Platz zusammen mit Evil Lions und da tut sich nicht ganz so viel zwischen den beiden. Also ziemlich gutes Team.
Zweite Map jetzt Inferno. Definitiv wahrscheinlich die zweitbeste Map von der A-Lobby. Einige Spiele, ich weiß nicht, ich glaube, zwei der Spiele, die man bisher, zwei von den drei, die man gewonnen hat, wurden, glaube ich, auf Inferno gewonnen. So, dass man sich auch hier Hoffnung machen kann. Allerdings natürlich ein starkes Team wie Pitch Black wird sicherlich auch Ahnung davon haben, wie Inferno gespielt wird. Ja, ich gehe mal aus, sie wird jetzt erstmal noch eine längere Aufwärmphase passieren. Ich hole mir erstmal was zu trinken. Bis später. Prost. So, und es geht weiter anscheinend. Knife Round zwischen Pitch Black Academy und der A-Lobby. Wenn das ist das Academy-Team, wie muss denn eigentlich dann das Main-Roster von denen rasieren? Ich will es gar nicht wissen. Ja, Knife Round, auf geht's. Jetzt kann man sich eigentlich auch mal hier ein Auto angucken. Mal gucken, was da rauskommt. Step, step, step. Ja, wie Sie sehen, haben Sie eine Knife Round gesehen. Pitch Black holt die Knife Round. Schauen, was Sie wollen.
Ja, und man bleibt anscheinend auf seinem Pitch Black auf der CT-Seite. Also können wir wieder die starke T-Seite der Adobe begutachten in den ersten mindestens 15 Runden. Ja, auf geht's. Mehrere Flashes hier im Spiel, Ködergranaten. Wahrscheinlich kommen die jetzt im Balkon hoch. Yep. Aber da oben pusht schon einer, der sieht das jetzt, oder zumindest kann ansagen, dass so eine Ködergranate ist. Oh. Und die beiden spielen Banane sehr offensiv und gehen deswegen down. Sonst hätte man eventuell den Fake da callen können. Die Nummer 4 ist schon hart auf den Fersen, aber sagt sich keiner mehr. Okay, sie wissen, einer ist da, Bombe ist gelegt. Oh, er steht da so offen, das darf doch nicht passieren. Aber Simon kann recovern. 3 gegen 1. Muss jetzt gehen. Und sie wissen, wo er ist. Eieiei. Er sieht die Schulter. Und der holt das. Und jetzt verrät sich Blue. Aber es ist keine Zeit mehr. Und er hat doch keinen Pit. Also, Kit. Aber die Runde gewonnen. Überzeugend war es nicht. Aber man gewinnt die Runde. Endlich mal eine Pistol Round converted. Und ja, die Adobe gewinnt die erste Runde. Ja, eigentlich ziemlich nice gemacht. Endlich mal eine Position der Stärke jetzt für die A-Lobby. Man kann Waffen kaufen, aber Pitch Black denkt sich, unsere Forcebites auf Dust haben super gut geklappt. Forcen wir also auch rein. Deagles und eine MP. Und es kommt der Push in der Mitte, wird gespottet und abgebrochen. Man geht ja direkt. Da sitzt nix. Okay, zu viert pusht man jetzt den einen Typen da oben. Und A ist relativ frei. Oh, kann sich nicht entscheiden, für welches Ziel. Kann nur einholen, der gute Ghost. Und ja, 2 gegen 4. Ah, der Inter. Bei dem geht bestimmt was. Balkon geflamed. Hat er jetzt ernsthaft da durchgesucht? Er trifft aber schon ganz gut, der Junge. Geht dann jetzt aber down. Wird geholt von Evil. Und ja, zweite Runde. Ziemlich wichtig. Gegen den Forceplay gewonnen. Und ja, gute Chance auch die dritte Runde ran gleich zu holen. Ja, schauen wir mal. Wurden viele Nades gekauft, es wird wahrscheinlich jetzt einfach hier in die Mitte runter genadet. Oh, der Alter, haben die Nades gesessen. Alle im ganz unterstelligen Bereich. Holy shit. Also 5 gegen 3, aber vorbei ist das hier jetzt noch lange nicht. Und an der Ecke ist der Typ eine Festung. 1 zu 1 getradet. Und die beiden Spieler von links kommen jetzt. Oh, Benny spottet das nicht. Bombe wird gelegt. Einer auf kurz durch, frisst die Nade dafür. Und Ma war der Letzte. Wir hören wahrscheinlich die Steps, sollten wissen, wo er ist. Spätestens jetzt wissen sie es. Bis ein Head und jetzt... Ja, er holt sich nochmal ein, geht dann aber down. Aber das war eine richtig knappe Kiste. Es sind wahrscheinlich 3 HEs die Mitte runtergeflogen und haben das gesamte Team der Adobe rasiert. Also an der Stelle hätte es eigentlich schon vorbei sein können. In dem Sinne ein bisschen Glück gehabt. Pitch Black kauft sich jetzt die Waffen. Mal schauen, wohin die Reise führt. Nades die Banane runter. Steht da leicht gefährlich. Und jetzt pushen die. Blue geht down. Oh, jetzt wird aber durch die Smoke getradet. Eieiei, er rennt ihm halt genau ins Fadenkreuz am Ende. Push durch die Smoke. Und ja, 4 gegen 3. Man hat sich 2 auf B geholt. Da kann man nochmal B anvisieren. Kopf jetzt wird gesmoked.
Da haben sie jetzt aber Glück, dass der noch down geht. Sonst hätte hinter der Smoke einiges an Safety noch finden können. Bombe kann gelegt werden. Und man hat dann Ranking 2. Und Goldie rasiert mit der AWP den Typen weg. Letzter unbekannt. Benny holt sich die M4. Steht ziemlich deep in CT. Man hat aber noch keine Ahnung, von wo der Spieler kommen könnte. Und Ghost geht Richtung Bananen, versucht eventuell später da gleich Exits zu holen. Und Benny pusht einfach mal ein bisschen. Wird nichts finden, aber mal gucken. Evil rennt in seine Richtung. Ich weiß nicht, eventuell hat das gehört. Aber Ghost will auch nicht weiter checken. A-Lobby mit einer 14-0-Führung gegen, wie gesagt, ein schon ziemlich starkes Team. Das könnte dann durchaus jetzt eine spannende Map werden. Ihn will ich die ganze Zeit haben. Das ist der gute Evil. Über Balkon hochgesprungen. Mhm. Okay, wir wissen, einer ist hier kurz gerade unterwegs. Es geht ja eine Banane mit Blue. Frisst jetzt die HE. Wird auch noch zu gedrängt vom Molotov. Oh. Und Blue holt sich den ein. Wie versprechend. In den Apps liegen die Flashers. Und jetzt orientiert man sich Richtung B. Benny checkt nochmal die Mitte ab. Okay, Evil. Evil holt sich ein. Eyes eventuell offen. Mal schauen, was hier dieser Spieler macht. Behält die Nerven. Zieht nicht rum. Hört jetzt den Plant. Jetzt weiß einer, ist unter Balkon. Kann nichts machen. Oh! Richtig nice. Erster One-Tap, aber der zweite sitzt da nicht. Und wird dann getradet. Jetzt Benny. Hat da eventuell die Schulter gesehen? Ja, zieht rum. Holt ihn sich. Und die A-Lobby holt die fünfte Runde. Was ein Wahnsinn. Was für eine Rasur gerade. Also, ich habe damit nicht gerechnet. Ich bin richtig gehypt gerade. So, Pitchback diese Runde wieder voll ausgestattet im Vergleich zur letzten Runde. Wieder im vierten Spiel. Oh, da frisst einer quasi Nate. Und es wird gelöscht. Kennt man so gar nicht von diesem Team. Aber das nächste Molotov sitzt und alles down. Das ist so ein Desaster. Aber ja, einmal kann man sich das erlauben. Goldie hat genug Geld, um hier ein paar Waffen auszugeben. Sollte eventuell noch eine AK droppen? Oder nicht? Simon dafür jetzt nur mit einer Pistole unterwegs. Nice Teamplay auf jeden Fall. Wallbang in die Apartments rein. Da hat jemand die Map gelernt. Stehen da aber schon wieder sehr offensiv da an der Banane, die Jungs vom Pitch Black. Oh, und der Zen. Oh, er trifft aber auch alles. Guter Mann. Und wirft noch die Nate in die Mitte. Simon jetzt der einzige Überlebende. Ich weiß nicht, ob er gespottet wurde. Okay, sie wussten, wo er war. Geht down. Und ja, Pitchback jetzt für zwei Runden. Geld bei der A-Lobby ziemlich in den Brüchen. Also da muss jetzt wahrscheinlich die Eco kommen. Und ja, Pitchback findet sein Mojo wieder. Und ist endlich im Spiel angekommen.
viele AEs dabei. Dann wird das jetzt wohl Mitte go. Okay, es soll wohl der Balkon werden. Oh, aber Simon kassiert den Head des Todes. Aber Blue pusht todesmutig durch die Mitte. Man blockt sich ein bisschen den Balkon. Oh, er hat gehört, dass da einer brannte. Er weiß, also einer wird da gleich noch kommen. Oder kann kommen. Was ist das denn für eine Smoke? Holy shit, habt ihr das gesehen? Smoke die Mitte. Der Junge kennt seine Nades. Ja. Aloy baut sich Richtung B auf. Schon. Die Nummer 5 hier, der Inter. Mit der Deagle gegen 3. Und kriegt er da einen Head? Holy shit. Ja, einer down auf B. Einer noch da, steht hinter Newbox. Hört jetzt auf die Schritte. Und jetzt ganz wichtig. Oh, er holt einen. Es ist die Bombe. Holt den zweiten. Das darf doch nicht sein. Spottet den dritten. Und er kriegt auch den down. Und wenn ihr jetzt der Letzte. Kann das Duell nicht gewinnen. Und von allen Seiten kommen sie an. Ja, dritte Runde für Pitch Black. Da war. Wer war das? War das Marva? Marva war eine ziemliche Festung da gerade. So, diese Runde jetzt aber wieder Geld am Start für die A-Lobby. 2 AWPs, Krieg, 2 AKs. Simon ohne Nades. Naja, nackte AWP. Ja, Pitchback immer ziemlich aggressiv in der Banane unterwegs. Oh, Benny ist da down gegangen. Und Interpol. Ja, Blue steht auch immer in der gleichen Ecke deiner Banane. Also langsam werden sie es wahrscheinlich gelernt haben. Oh, jetzt aber Evil. Schade, dass das Spray schon zwar da nicht geklappt hat. Hätte uns den einen noch holen können. Jetzt Goldie mit dem 3 gegen 1. Ziemlich eingeboxt da hinten. Und der hat noch nicht mehr geschossen. What the fuck? Goldie ziemlich eingefroren. Pitch Black verkürzt zum 4 zu 5 und das Unheil nimmt seinen Lauf, kann man doch nur sagen. Und die A-Lobby mit der nächsten Eco. Wir haben den Wasserfall noch gar nicht gesehen. Wann kommt der Wasserfall? Wahrscheinlich nicht diese Runde. Aber man will diese Eco dann offenbar langsam spielen. Oh, da fliegt die Utility wäre ziemlich gut. Viel Damage auf Blue. Der ist die Flame und dann ein bisschen von der. Holy shit! Ja, da sind wohl alle gleichzeitig in Spray reingelaufen. Und, Inte, ich glaube, es war Inte. Inte hat rasiert. Oh ne, vielleicht war es Marva, weil der so viele Kills hat, keine Ahnung. Ja, 5 zu 5 ausgeglichen. Der Hype ist auf jeden Fall abgestorben. Goldie steht noch ein bisschen in der Base und kauft jetzt erst. Okay, kann man machen, muss man nicht. Diesmal diese Runde wohl ein defensiveres Setup auf B. Der Boost soll es sein. Ah, was für eine Reaktion. Schießt Benny da einfach nieder. Oh, auch ziemlich gute Nade. Trifft tatsächlich Goldie. Und Blue gewinnt mal ein Duell mit der AK. Das ist nice. Ja, 4 gegen 4. Hm. Weiß nicht, ob man schon viel Info gesammelt hat. Man orientiert sich Richtung Mitte. Und lässt Simon mit der AWP für Bananen zurück. Finde ich gut so. Durch die Smoke. I call Wakban.
Just kidding. Ja, unglaublicher Game Sense. Hol zwei Leute, turnt das 4 zu 3 in einen 3 gegen 2. Und ja, alle gehen down. Das war ein ziemliches Hero Play da. Von Zen. Ja, und somit die Alovi im Rückstand. How the turntables have turned. Was geht denn hier gerade ab? Pitchback auf jeden Fall mit einer sehr extravaganten Version eines, einer B-Defense. Aber waren sicherlich Gedanken hinter. Flasht sein Teammate, der versucht dann Bananen-Control zu kriegen. Hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn dann Rush passiert wäre. Wahrscheinlich hätte man dann irgendwie Molotov jump-thrown können auf den Default-Plant-Spot und man hätte von da aus weitergespielt. Interessantes Strat. Ich hätte das gerne gesehen, wie das weitergeht, wenn die Alobi tatsächlich mal gepusht hätte. Ja, Nades werden wieder ausgetauscht. Und die Alobi in der Mitte unterwegs. Mira im zweiten Anlauf holte sich ihn. Und jetzt Mira sollte mal kurz. Und Zen. Aber rechnet nicht mit dem zweiten. Bombe wird gelegt. 3 gegen 2, aber noch zwei Spieler relativ weit weg. Man hört aber die Schritte aus Richtung Mitte. Sie wissen also, zwei werden irgendwo Mitte kommen. Und Goldie auf Flank. Hat eventuell da die Shooter gesehen. Und er trifft ihn. Das ist super wichtig. Und jetzt kann er eventuell swingen und helfen kurz verteidigen. Eieiei. Geht aber down. Und Mira geht einfach um die Ecke und holt ihn sich. Das war mal wieder eine knappe Runde, die man unbedingt hätte holen müssen. Ja, Pitch Black, nunmehr 7 Runden in Folge. Alle haben so viel Geld, dass da schon 16.000 bei einigen Spielern voll sind. Sollte man die Eco ein bisschen besser verteilen hier eventuell. Aber ja, es sind halt Luxusprobleme. Ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, es sind nur noch 3 Runden zu spielen. Von daher wird man eh bis zum Ende des Spiels genug Geld haben, um immer kaufen zu können. Was für ein Reflex. Zen ist gut drauf. Da hat er Blumen gerechnet. Und er holt noch einen. 3 HP, lucky, dass er noch lebt. Und man hat einen 4 gegen 2. Jetzt muss doch mal was gehen. Spottet er noch einen. Beide haben sich gegenseitig gesehen. Er geht um die Ecke. Und er holt den dritten. Mit 3 HP holt er noch den dritten. Und ja, wofür entscheidet man sich? Man entscheidet sich jetzt offenbar für B. Wobei die Bombe immer noch auf A ist. Jetzt bin ich mal... Okay, sie nehmen die Bombe mit natürlich. Ich hatte schon Angst, dass sie jetzt irgendwie darauf spekulieren, dass der CT nach A geht und auf einmal die Bombe dann da gefunden werden könnte. Zen allerdings anscheinend wenig Interesse, schaut sich seine Waffe an. Und weiß jetzt, dass auf B geplantet wurde. Und jetzt was? Ah, das kann man sich auch mal weiter angucken. Ja, ja, A-Lobby, wenig Geld, ja, wird nicht so, kein ganz so starker Trieb zum Handen. Oh, wird die Box gesmoked? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn man da jetzt die Box smoked und auch da drin stehen bleibt, dann das ist halt schon ein bisschen Troll. Also, wenn sie smoken würde und sich dann irgendwo anders hinstellt, dann ja, geiles Play eventuell. Aber das war jetzt einfach nochmal ein Geschenk zum Ende hin. Aber ist okay, Pitch Black kann sich das wohl erlauben. Ja, wir gehen in die 14. Runde. Schauen, was hier passiert. Ich hätte eigentlich gerne einen Kill gesehen, denn Evil ist in der Banane schon wieder down gegangen. Aber es heißt schon wieder, ja, eigentlich ist es ja immer Blue, der down geht. Alovi in Unterzahl,
spielt bisher noch relativ langsam. Bombe. Bisschen zurückgelassen. Mal schauen, vielleicht geht in Apps irgendwas. Einer. Flash. Flasht sich selber, sein Teammate aber hoffentlich nicht. Hat eventuell Kontrolle jetzt über den Balkon. Oder über den Gang zum Balkon. Und in der Mitte knallt es jetzt Mitte. Oh. Zen ist wieder eine Festung. Oh, spottet auch Benny. Und traut sich jetzt mit der Pistole nach vorne. Und er will ihn knifen. Wird dafür bestraft für dieses BM-Play. Aber nichtsdestotrotz, die Runde geht an Pitch Black Academy. Aber das ist mal ein ziemliches Chat-Play. Pitch Black Academy auf jeden Fall ziemlich confident jetzt wieder, nachdem man jetzt all diese Runden gewonnen hat und eine super Aufholjagd gemacht hat, nachdem man mit 0-5 was, glaube ich, im Rückstand war. So langsam wird ein bisschen Dominanz hier ausgestrahlt. Da ist eine AE, die Mitte runtergeflogen, so wie ich das sehe. Und Intes Deagle rasiert. Er muss die Negev gar nicht mal rausholen. Und ja, die gesamte A-Lobby in der Mitte versammelt, geht down, wird von allen Seiten niedergemäht. Und ja, beendet die erste Hälfte mit einem 6-9. Eigentlich war es nicht schlecht und nach dem super guten Start hätte man sich eigentlich mehr erhoffen können. Aber gut, diesmal nur 3 Runden Unterschied im Vergleich zu Dust, wo es, ich glaube, 11 waren. Nee, also nicht, es waren 11-4, 7 Runden Unterschied. Ist also eine bessere Ausgangssituation jetzt. Da ist eine AE geflogen. Oh, Evil kann... Oh, und der bleibt am Leben, das ist super wichtig. Rücknet. Ah, den muss er... Den holt er sich auch. Und der wird gepusht. Ah, dieses Duell verliert er dann jetzt aber. Ah... Benny ist nicht ganz drauf mit der Piste. Au! Oh. Nein! Aber er kriegt nochmal eine Chance. Es ist immer noch nur ein 2 gegen 2. Und was? Ich weiß jetzt nicht, ob Benny das jetzt alleine war, aber wenn er das war, dann waren das die 2 luckiesten Shot aller Zeiten. Oder Skill. Also, war bestimmt Skill, aber das war hart. Dass er beide Spieler sich da aufleihen, dann mit der Piste rasiert. Ja, A-Lobby holt eine ganz, ganz wichtige Runde, die Pistol Round, und kann anschließen zum 9-7. Aber ja, Pitch Black Academy in solchen Situationen haben bisher auf jeder Karte nach der Pistol Round geforst. Und so auch diesmal. Schauen. Der Blue könnte eventuell gleich noch einen Contact kriegen. Okay, die B-Spieler ziehen sich zurück. Oh, Benny hat ihn gehört. Und der kriegt ihn noch down. Okay, und sie wissen jetzt auf lang. Oh, er sollte sich da nicht zeigen. Oh, da kommt die AE genau ins Gesicht. 7 HP, swingt raus. Kann aber nichts mehr machen. 4 gegen 2. Oh, Simon. Oh, das ist ganz wichtig. Das, also wichtig für Pitch Black, dass er da darum geht. 2 gegen 2 jetzt. Man ist ein bisschen gesplittet. Goldie mit der Schrotflinte. Und läuft jetzt. Okay, auf der anderen Seite ist der andere Spiel auch down gegangen. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Aber Goldie bringt die Schrotflinte zum Funktionieren. Und es wird zum 9-8 verkürzt. Ja, wichtige Runde, den Frostbite abgewehrt. But if you don't succeed, try and try again. Pitch Black, Force direkt nochmal rein. Ja, spannend wird's. Wird wohl... Okay, wird kein schnelles Bananenplay. Fühlt es seine Flash gerade gefailt? Okay, man baut. Oh. Bitter, bitter.
Okay, und B ist jetzt frei. 2 gegen 4. Wir haben hier Benny und Goldi mit der Schrotflinte. Hört eventuell einen in der Mitte. Oh. Aber Benny holt sich den Flankspieler. Und jetzt hat man zumindest die Gegner vor sich. Ja. Oh, er sieht noch einen. Der geht aber weg. Na, Pitchback wird jetzt wahrscheinlich. Er streut die Schrotflinte so richtig. Ja, 2 gegen 2. Fuchs wird geflamed. Oh, und er sieht den einen Spieler. Den kann er jetzt handeln. Aber geht dann jetzt down. Und auch Benny geht down. Ja, der zweite Force-Buy funktioniert dafür Pitchback Academy 10 zu 8. Und jetzt ist die A-Lobby dran mit Ego. Würde ich jedenfalls mal tippen. Ja, Simon kann. Nee. Goldie kann nächste Runde eventuell eine Waffe legen. Es wird der B-Stack. Oder ein B-Rush. Okay. Da wird einer geboostert, das wird dann aus mir das Stackplay. Währenddessen pusht Pitch Black allerdings. Aber ziemlich frei. Jetzt pushen sie hier durch. Wir treffen da auf einen Spieler. Das muss jetzt aber noch nicht viel heißen. Wir wissen, die kommen jetzt von hinten. Und die Shots sind ziemlich gut. Simon, der Letzte, kann noch einen holen. Der zweite 1 HP. Das ist bitter. Ja, nicht ganz so gelaufen, wie man das erwartet hatte. Alovi hat sicherlich auch nicht erwartet, dass die Gegner auf einmal aus dem T-Spawn raus auf B pushen würden. Relativ ungewöhnlicher Verlauf einer solchen Runde. Nichtsdestotrotz, Pitch Black geht jetzt. War vorher auch in Führung, 11 zu 8. Alovi nochmal mit einer Eco. Ja, Geld war schon ziemlich knapp. Kann das nicht so gekauft werden. Für eine HE reicht es. Die trifft Inter ziemlich gut. Zieht mehr als das halbe Leben ab. Ich hab Banane, mindestens einen Spieler. Ah, aber Simon kann die Shots nicht connecten. Goldie geht down. Da rennt er beim Nachladen in den Gegner rein. Unlucky Timing. Oh, aber Evil. Nicht die beste Waffe, die er da für sich findet. Aber man nimmt, was man kriegen kann. Und die Bombe jetzt durch die Mitte Richtung A unterwegs, während Ghost versucht, die Rotations durch CT zu denyen. Evil allerdings noch nicht so ganz sicher, was hier abgeht. Geht jetzt wieder auf B zurück. Jetzt weiß er Bescheid. Und wieder zurück. Ja, Ghost hält hier stumpf seine Position, kann jetzt zumindest ausschließen, dass wir aus der Richtung kommen. Checkt jetzt ein bisschen ab. Okay, aber sein Teammate macht ja alles klar. Fängt Evil ab. Und Pitch Black holt sich eine nächste Runde. Aber jetzt endlich, mal wieder eine Waffenrunde für die A-Lobby. Es sind 3 AWPs im Spiel. Ja, mal schauen, was man damit so abaimen kann. Kann auf jeden Fall nur besser laufen als die 4 AWP-Runde auf das 2. Oh, eine HE ganz gut gesessen auf Zen und auch ein bisschen angeflammt. Aber da zieht der Spieler einfach um die Ecke rum und Evil geht down. Wahrscheinlich nicht damit gerechnet. CT wird gesmoked und... Wir wissen, ein Spieler. Ja, ein Spieler ist on spot. Jetzt wird nochmal gesmoked. Und. Oh, den Shot trifft er nicht. Ein Spieler jetzt gekostet. Sieht er nochmal die Hand. Und der zweite sitzt auch nicht. Das ist. Ah, unlucky. Ja, Bombe geplantet. Und 2 AWPs. Sieht er nochmal einen Spieler? Oh, und der trifft ihn.
Aber die Flank aus CT ist halt auch schon da. Und ja, Simon wird dann auch abgeholt. Ja, viele ABPs im Spiel und wieder fährt die Runde zur Hölle. Ja, Luft wird dünne. Es wird nochmal eine Equo eingelegt. Aber die Fälle schwimmen davon. Die Mitte runter. Aber niemand ist hier. Nun ist tot. Oh, aber sie können sich zumindest einholen. Eins. Zwei. Eins. Oh, mit Evil an der Stelle haben sie nicht gerechnet. ABP nicht die allerbeste. Oh, er holt sich ihn aber. Eins gegen eins. Und er weiß, wo der letzte Spieler ist, weil er ihn auf ihn geschossen hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Panik-Smoke war oder ob er eigentlich die Bombe absmocken wollte. Kann er die Bombe erreichen? Hilft jetzt ein... Oh, jetzt hat er sich die Bombe gemolotovt. Oh, der Pi... Oh, was für ein Play. Ist das spannend. Evil... Evil war sich wohl unsicher, wo er steht. Aber okay, wenn er hinter der Wand ist, kann er natürlich überall stehen. Ja, bittere Runde, dass Evil das 1 gegen 1 an der Stelle nicht gewinnen kann. Wieder eine Eco, die sehr geil läuft für die A-Lobby, aber man kann es am Ende nicht nach Hause bringen. Pitch Black jetzt mit 14 Runden auf dem Brett. Und ja, es wird werden wieder Waffen geholt, zwei AWPs und eine Autotacker, glaube ich. Aber mal schauen, ob da einer kommt. Bei Blue kommt auf jeden Fall einer. Sieht einen Spieler. Da wird nicht gerepeakt. Sehr gute Flash, Blue. Ah, dann sitzt er aber endlich mal. Kann man auch mal loben. Ja. Ghost und Zen noch übrig. Sieht er ihn denn nicht? Oh, und er verschießt. Ungewöhnlich für ihn. Normalerweise ist der Zen hier eine ziemliche Maschine gewesen. Match. Sieht den Spieler sehr lange Zeit nicht. Aber Ghost holt einen Spieler, kann rumsneaken und legt die Bombe. Immerhin. Immerhin nochmal viel Geld, auch wenn Pitchback das nicht braucht. Jetzt Darkpit gemollot. Da ist er offenbar nicht. Er steht auf den Särgen. Sie haben's gesehen. Ja, und die Alobi holt noch mal eine Runde. Die 9. Runde. Willst du die Waffe haben? Willst du sie haben? Nein. Holy shit, was ist das denn für eine Teamstatistik bei Pitch Black? Das ist ja... Der beste Spieler 49 Punkte, der schlechteste 45. Der schlechteste Spieler hat die meisten Kills bei denen. Was ist das denn für ein Team? Ohne Schwachstelle. Das ist ja, das sieht man nicht alle Tage. Das ist krass. Ja, Benny jetzt hier. Oh. Und der Spieler läuft in sein Fadenkreuz rein. Und man hat auf einmal ein 5 gegen 3. Und jetzt muss es sich doch ganz angenehm spielen. Der Junge kennt seine Nades. Und ab geht die Party. Aber Mira kann sich Simon holen. Und Evil geht auch down, das kann doch nicht wahr sein. Nichtsdestotrotz, immer noch 1 gegen 3. Das muss immer noch machbar sein. Ja, Goldie trifft nicht ganz. 2 gegen 1, die Luft wird dünner. Und man trennt sich jetzt auf. Benny nimmt hier den Standardengel gegen die Banane. Das schießt aber nicht, sondern zieht sich zurück. Aber trotzdem Schwierigkeiten. Oh, er hat tatsächlich noch eine Smoke.
Die liegt natürlich alles anders optimal. Er kommt jetzt zum Clanspot. Push! Aber Benny schießt schon wieder nicht. Was ist denn da los? Da müssen die Reactions halt auch mal ein bisschen stimmen. Mira kommt jetzt zum Bombplant und Blue jetzt im 1 gegen 1. Hat eine ungefähre Ahnung, wo er sein kann. Hatte die Situation wahrscheinlich im Auge gehabt. Und rechnet Mira. Er rechnet nicht damit. Oder eventuell hat er später damit gerechnet, aber Blue halt schon hinter ihm. Kann ihn sich holen und kann die Bombe entschärfen. Die 10. Runde für die A-Lobby. Es kann durchaus noch knapp werden, wenn man jetzt nochmal ein, zwei Runden holt. Geld bei Pitch Black jetzt auch nicht so pralle. Aber wenn man jetzt nochmal zwei Runden holt, dann ist in der Map wirklich noch was drin. Bisschen langsamer Start bei Pitch Black, keine Ahnung warum. Aber gut. Keine Eile anscheinend. Mal schauen, hier in den Apps passiert jetzt was. Oh, Inter und Gol. Ah, oh, Gol, die verliert das Duell gegen die Deagle. Das ist bitter. Flasht sich. Wollte sich aus dem Balkon rausflashen, schafft es nicht. Aber Simon. Ich glaube, es war Simon mit dem. Refrack. Nee, es war Benny. Was? Aber es wird Richtung B gepusht. A ist gar nicht mehr die Lösung. Und Evil geht aus seiner Ecke raus, geht down und Benny wieder allein gelassen. Kann nochmal einen holen. Oh, er wird geknifft! Er wird geknifft! Eieiei. Und geschändet. Ja, wieder so ein ziemliches Alpha-Play von Pitch Black. Und ja, Pitch Black auf Matchpoints. Ja, dann hat sich's gleich erledigt. Nicht die besten Waffen bei der A-Lobby, eine AWP im Spiel, sonst viele MPs, Evil, Gold mit der Diegel. Was macht Pitch Black denn da? Das muss ich mir so näher angucken. Das. Sie crouchen die falsche Mitte hoch. Im Ententanz. Ist das schön. Pitchback also gut am Trollen, wenn die genau so jetzt bis zum Bombplant auf A kommen, würde ich es feiern. Schauen, gib mir den Zen, genau. Ich brauche den ersten. Da kommt gleich der Goldie. Goldie holt den ersten. Ah, fuck. Brauch die Kamera zurück. Okay, vorbei mit dem Trollen. 3 gegen 2. Pitchback bewegt sich jetzt auch wieder halbwegs gescheit. Und sie sind on spot. Clearen die ganze Sache und es ist clear. Bombe kann gelegt werden. Sieht man schon auf kurz. Nee, auf lang. Andere kurz. Aber einer geht down, 2 gegen 2. Simon und Evil. Oh, was für ein Flick. Evil holt ihn sich. Netz. Er geht down und Evil! Evil, tu es! Oh, und Evil holt ihn sich. Weltklasse gemacht. Ja, Evil holt den Kill und kann die Runde für die Alobi holen. 15 zu 11, Matchpoint abgewehrt. Der Ententanz, die falsche Mitte hoch vom Pitch Black, nicht ganz funktioniert. Aber man hat ja noch ein paar weitere Versuche. Ja, mal schauen, ob sie die nächste Runde auch mal nochmal irgendwas Lustiges auspacken wollen. So, jetzt mal wieder hier gescheite Perspektive einnehmen. Nate trifft ein bisschen. Was ist das denn? Wie kann da ein Spieler schon so durchlaufen? Und wieso ist meine Kamera so komisch? Okay. Inter kriegt auch Goldie. Und ja, A ist ziemlich offen. Bombe wird gelegt. Und jetzt Blue. Oh.
sitzt aber und er hört Steps. Da müsste ein bisschen Library. Ach, schade. Piekt ja nicht weit genug. Wo denn einen holt er noch? Oh, den anderen holt er auch. Wie mit dem Heck. Oh, der ist unter ihm hergesprungen. Und er will ihn eigentlich messern. Und Blue sagt, ja, come at me. Und er messert ihn. Holy shit. Und er will den anderen. Er will den anderen auch messern. Wenn die Alobi schon down geht. Blue mit dem Double Knife Kill in der letzten Runde. Richtige Big Plays. Und die A-Lobby verliert trotzdem mit 16 zu 11. Aber starke Map. Also dafür, dass Pitch Black halt so gut dasteht in der Liga, hat man sich hier zumindest auf der letzten Map Inferno ziemlich gut verkauft. Einen starken Anfang gehabt. Dann allerdings stark nachgelassen. Aber auf der CT-Seite, da ging noch mal einiges. Hat dann leider nicht ganz gereicht, was halt auffällt bei Pitch Black. Kein einziger Spieler ist da abgefallen. Alle konstant in den 20er Kills. Ich weiß jetzt nicht, wer hier schon geliefert hat, aber die Tatsache, dass die bis 5 Runden oder 6 Runden vor Schluss hier alle miteinander im gleichen Punktebereich waren, ist der Wahnsinn. Also sehr, sehr starkes, ausgeglichenes Team, was man von der Alobi dann nicht unbedingt behaupten konnte heute. Ja, 0-2 für die Alobi. War eingeplant, kann man jetzt durchaus auch so sagen heute. Das nächste Spiel gegen... Da müsste ich mal nachschauen. Alobi, letztes Spiel gegen Genetics. Irgendwann nächste Woche. Bleibt man vielleicht mal bessere Chancen nochmal rumzuholen. Aber dieses Spiel heute kann Mut machen. Ja, in dem Sinne war es das. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und vielleicht sehen wir uns beim letzten Spiel der Alobi irgendwann nächste Woche oder sonst wann. Vielen Dank.